Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr am Start seid zum nächsten Video. Wie in dem Infovideo ein bisschen angekündigt, kommt jetzt ja wieder mehr auf diesem Kanal. Ich glaube, ich habe vorgestern oder gestern, je nachdem, wann ich das hier jetzt hochlade, ungefähr 4 Videos oder so hochgeladen. Und ich hatte ja gefragt, beziehungsweise gesagt, ich werde ein paar Reworks machen von Videos, die ein bisschen älter sind. Einfach nur, um eine geilere Qualität zu haben, was Bild und Sound angeht. Und damit möchte ich jetzt auch schon anfangen. Und zwar geht es in diesem Video um 4 Oberpunkte. Ich habe mir das mal hier aufgeschrieben, also falls ich mal ein paar Sekunden nichts sage, nicht wundern. Und zwar ist das einmal das Seitenformat in OpenOffice, die Schriftart und Schriftgröße, das Speichern allgemein. Und ja, so Textformatierung wie Fett, Kursiv und Unterstrichen. Und ich werde euch jetzt zeigen, nacheinander, wie das Ganze funktioniert. Ich habe dafür hier ein Gedicht, was wahrscheinlich die meisten von euch sowieso kennen, rausgesucht, einfach nur um ein bisschen Text zu haben. Und an dem wollen wir jetzt arbeiten. Der erste Punkt, das Seitenformat, können wir einstellen, indem wir auf Format, Seite klicken, dann öffnet sich dieses Fenster hier. Und hier können wir jetzt schon mal die wichtigsten Sachen auswählen. Seitenränder, das sind diese Bereiche hier. Ich werde das in einem anderen Video, wo ich über wissenschaftliches Arbeiten nochmal spreche, nochmal genauer zeigen. Das sind diese Ränder hier, die sind standardmäßig überall 2 cm. Wir können das Ganze ja einfach mal überall auf einsetzen, damit ihr seht, was ich meine. 1, 1, ihr seht das hier oben schon in der Vorschau. Und 1. Und was machen wir noch? Machen wir nochmal Querformat. A4 stimmt ja. Und setzen das ins Querformat. Seht ihr, die Seite wird quer angezeigt. Und der blöde Text passt nicht mehr drauf, egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier wirklich nur noch 1 cm zu jeder Seite. Das könnt ihr halt dann einstellen, wie ihr möchtet. So, damit haben wir den ersten Punkt schon abgehakt. Was habe ich mir jetzt? Zweites, Schriftart und Schriftgröße. Ist eigentlich auch relativ easy. Wir machen hier erstmal einen Absatz rein. Das hier ist ja die Überschrift und hier geht es dann los. Und ich markiere mal ganz kurz alles, damit ich euch zeigen kann, wie es mit der Schrift und Schriftart und Schriftgröße geht. Ihr habt es wahrscheinlich sowieso schon gefunden. Hier oben steht die Schriftart, das ist Times New Roman. Und daneben die Schriftgröße, seht ihr auch, wenn ihr mit der Maus drüber geht, erscheint da so eine gelbliche Beschreibung. Das ist hier überall so. Also falls ihr mal nicht wisst, was das ist, einfach die Maus drüber halten. Klicken einfach auf diesen Pfeil hier und haben nun die Möglichkeit, zwischen unzähligen Schriftarten auszuwählen. Also, keine Ahnung, sowas passt halt zum Beispiel überhaupt nicht für das Gedicht, aber ja, es gibt einfach solche Schriftarten. Also, keine Ahnung, auch so welche, die man halt theoretisch ausmalen könnte und so weiter und so fort. Hier noch so eine. Bin mir relativ sicher, dass wir ein Video dazu gemacht haben, wie man Schriftarten runterlädt und installiert. Ich gucke gleich nach dem Video nochmal, ob wir das wirklich gemacht haben. Sollte es nicht der Fall sein, werde ich das nochmal nachreichen. Wir hatten gerade Times New Roman. Ich nehme ganz gern Arial, ist halt eine Standardschriftart und ich finde die ein bisschen angenehmer zu lesen als Times New Roman. Ansonsten gibt es auch noch irgendeine mit C war das. Aber da müsst ihr ja sowieso gucken, was euch da am meisten anspricht. Ich lasse jetzt einfach mal in dem Fall die und markiere nochmal alles und ändere nochmal die Schrift, Größe. Also wichtig hierbei ist, dass ihr das markiert, was ihr halt verändern wollt. Also wenn ihr die Schriftgröße von nur der Überschrift ändern wollt, dann dürft ihr halt nur die Überschrift markieren. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, damit das auf diese Seite hier passt. Ich kann mal 10 machen. Scheint gerade so zu passen.
Genau, machen wir die Seite weg. Gut, dann haben wir das schon. Kommen wir zum nächsten. Und zwar, also Schriftgröße ist hier und Schriftart ist hier, ist klar, ne? Zum nächsten Wichtigen, wenn ihr euren Text schreibt, solltet ihr immer zwischendurch speichern. Ihr könnt das wie folgt machen. Ihr drückt entweder auf STRG und S, das ist der Shortcut dafür, oder ihr drückt auf dieses Symbol hier, oder ihr drückt auf Datei, Speichern, beziehungsweise Speichern unter. Hier steht das auch nochmal, STRG und S drücken. Ich drücke jetzt mal auf Speichern unter. Jetzt muss ich mich ganz kurz hier hin navigieren. Freeware und Tobi. Dann packen wir es einfach mal hier mit rein. Open Office Video. Und speichern das da ab. Dann seht ihr auch hier ganz oben, ändert sich der Dateiname. Damit wisst ihr, dass gespeichert ist. Und jetzt könnt ihr immer, wenn ihr was ändert, ich mache mal hier einen Buchstaben kurz rein, damit ich speichern kann, könnt ihr STRG S drücken. Dann lädt das kurz und dann wisst ihr, dass gespeichert ist. Gut, okay. Der nächste Teil, beziehungsweise der vierte Teil für dieses Video, das waren diese drei Formatierungsgeschichten hier. Also Fett, Kursiv und Unterstrichen. Fett ist klar, macht das Markierte. Also hier müsst ihr auch wieder markieren. Macht das halt ein bisschen fetter, ein bisschen auffälliger. Kursiv hingegen setzt das Ganze so ein bisschen schräg. Also kursiv halt. Und ich lasse das jetzt einfach mal so. Ich finde, das sieht ganz okay so aus. Was mich gerade ein bisschen stört, ist hier diese Rechtschreibüberprüfung. Die mache ich mal aus. Dann sind hier nicht überall rote unterkringelte Sachen. Ja. Und dann habt ihr natürlich noch zu guter Letzt das Unterstreichen. Können wir auch nochmal für die Überschrift machen. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Wenn ihr das wieder weghaben wollt, also das Kursiv beispielsweise von dem Text, markiert ihr einfach wieder alles, wo das Kursiv weg soll und drückt einfach nochmal drauf. Ich lasse es jetzt erstmal so. Und ihr könnt natürlich auch alle drei Formatierungen auf einmal benutzen. Sieht aber manchmal ziemlich komisch aus. Also mache ich es wieder weg und lasse das so. So gefällt es mir ganz gut. Gut, okay. Oh Gott, ich sehe gerade schon, wir haben schon wieder fast ein 8-Minuten-Video. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Und ja, wir sehen uns im zweiten Teil. Dann geht es um Textausrichtung, also den Bereich hier oben. Farbe, diese zwei Optionen. Zeilenabstände und Tab und Steuerzeichen. Steuerzeichen? Ja, Steuerzeichen heißt es. Da erkläre ich noch mal kurz was zu. Gut, ich hoffe, ihr seid dabei und ja, bis dann. Ciao.